Also ich heiße Hannes Krupper, ich arbeite für Nokia Maps und ich bin einer der Engineering Manager in Nokia Maps, speziell für die Suche, für die Suchfunktion. Es ist so eine One-Box-Suche, mit der die Nutzer weltweit nach Adressen und Orten suchen können in 200 Sprachen und über 150 Ländern. Also Big Data bedeutet für mich vor allem das Verwenden von großen Datenmengen, um die Qualität der Suche zu verbessern. Also wir arbeiten einerseits natürlich mit den Nutzerklicks, die die Nutzer auf Suchresultaten hinterlassen. Wir arbeiten aber auch mit vielen verschiedenen Datenquellen, die die Kataloge füttern, die unsere Resultate praktisch im Prinzip ermöglichen. Also einfach das das Ringen mit großen Datenmengen, um bessere Sucherlebnisse zu ermöglichen. Ja, wir nutzen verschiedene Technologien. Also einerseits haben wir Java als Hauptimplementierungssprache. Wir lösen viele Probleme, im experimentellen Stadium noch in Memory. Wenn wir das dann ausfahren auf Production, dann haben wir natürlich Hadoop-Systeme. Wir benutzen Sachen wie zum Beispiel Kaskalog, über das Stefan Hüthmer heute Mittag einen Vortrag hält für Log-Analyse. Ja, aber das sind nur ein paar von vielen Technologien, die wir einsetzen. Ach, das Coolste. Mir ist immer wichtig, dass die Sachen funktionieren und nicht, ob es cool ist oder nicht. Viele Sachen, über die viel geredet wird, funktionieren eigentlich gar nicht. Und diese Einsicht stellt sich dann meistens erst eine gewisse Zeit später. Ich schaue mir viele Sachen an. Ich bin immer wieder neugierig zu hören, wie es zum Beispiel mit Elasticsearch aussieht und so. Aber ich gehöre eher zu den Leuten, die versuchen, dem Hype aus dem Weg zu gehen und die Sachen zu nehmen, die schon funktionieren. Ja, ich denke, sehr viel von meiner eigenen Arbeit hat letztendlich mit der Frage nach Qualität zu tun. Also wir sind stark damit bemüht, wirklich die Experiences von Nutzern so gut wie möglich zu gewährleisten, und dafür benutzen wir sehr viele statistische Auswertungen. Wir haben sehr, sehr viel Fachwissen bei uns. Ich finde, es fehlen Tools, die einem in dem Bereich Arbeit abnehmen, die also, sage ich mal, auch vieles von den von den Know-how-Feinheiten ein bisschen abstrahieren oder abnehmen, und wir sind immer noch sehr, sehr abhängig bei uns von viel Fachwissen und starkem Expertenwissen, um die Sachen machen zu können, die wir machen müssen. Mehr Automatisierung und mehr Werkzeuge, die solche Arbeiten erleichtern und vielleicht die, ja, vielleicht auch sozusagen Werkzeuge, denen man Leuten mit anderem Hintergrund in die Hand geben kann. Sowas fehlt, finde ich. Also wir legen auf jeden Fall Wert auf praktische Anwendungen von Suchprodukten, vor allem die Apache-Produkte, Lucene oder Solr. Wenn jemand da schon mitgearbeitet hat, vielleicht an Performance-Tuning schon gearbeitet hat, vielleicht sogar Patches oder Bugfixes committed hat, sowas finden wir immer ganz toll. Wir fragen immer nach veröffentlichter Software bei unseren Bewerbern. Auch interessant ist natürlich, wenn Leute sich speziell mit Suchqualität bereits beschäftigt haben. Manche Leute, die wir interviewen, kommen speziell mit einem Machine Learning-Hintergrund zu uns, sowas ist auch interessant. Aber wir wollen auch immer ganz genau wissen, was die Leute bereits an Software gebaut haben, und schauen uns das auch meistens direkt an. Ja, ich denke, dass es viele interessante Startups gibt. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber ich war neulich auf der Website von einem Startup, das hat mich sehr fasziniert. Die machen im Prinzip
besseres Targeting mit vielen mit Social Network Daten. Und da sind Sie sicher nicht die Einzigen. Ja, ich glaube, dass in dem Bereich Social Network und Relevanz und Experiences für User aufgrund von diesen Social Network Daten, dass da noch eine Menge mehr passieren wird, als man das heute sieht. Also solche Daten sind ein wichtiges Kapital, natürlich nicht die einzigen. Die Gewinner der Zukunft werden die sein, die mehrere Datenquellen von hohem Wert verbinden können und daraus dann, sage ich mal, Produkte bauen, die die Nutzer haben wollen, die heute in dem der Art vielleicht noch gar nicht auf dem Markt sind oder vielleicht auch noch nicht vorstellbar sind. Aber einfach zu identifizieren, welches die Juwelen unter den Datensätzen sind und mehrere von denen zusammenzubringen, ich glaube, das wird ein ganz wichtiger Wettbewerbsvorteil sein für die Leute im Markt in den nächsten Jahrzehnten. Also die Buzzwords hilft einmal mit den vielen informellen Gesprächen zwischendrin, ja, sich die Arbeit ein bisschen von den Kollegen anzuhören im Gebiet und damit auch so nochmal so einen Reality-Check zu machen in Bezug auf seine eigene Arbeit. Es hilft auch natürlich, neue Technologien und Themen für sich zu entdecken, auf die man bis jetzt vielleicht noch nicht gestoßen ist. Es macht auch einfach immer wieder Spaß, jedes Jahr die Leute zu treffen. Viele von denen, die auch aus Übersee kommen und die man vielleicht sonst gar nicht mehr im Jahr